Moin Rolf. Ach, moin. 15:47 Uhr, ja, für einige Musiker vielleicht noch moin. Du hattest Hallo die Tim. geile Idee zu sagen, ey, wir checken mal ab, was es so für geile Deals gibt, weil du einige kennst und ich einige kenne. Das ergänzt sich wahrscheinlich mega geil. Ich meine, die meisten Black Friday-Deals laufen übers Wochenende, aber nicht alle. Ja. Also die meisten aber bis Montag, bis Cyber Monday. Also da gibt es jetzt noch 3 Tage Zeit. Ja, einen Geilen hattest Ja. du schon geschrieben, der für mich auch interessant wäre. Und zwar bei Genau. Thomann, der Sonnox-Inflator. Ja, kann ich nicht wirklich hundertprozentig. Also ich besitze ihn natürlich nicht, sonst hätte ich ja mich nicht so darüber gefreut, dass der jetzt so günstig ist. Was einen ja in der Regel eher ärgert, wenn man das schon hat. Ich war aber dabei, als er genutzt worden ist beim Mastering von Steffen Müller, dem Mastering-Engineer. Der hatte den in seinem Digital-Bundle, hatte der, obwohl er Weiß und so weiter hat, hat er gesagt, nee, der macht da schon mal was Interessantes, das sollten wir mal abchecken, wenn du Lautheit rauskitzeln willst. Das ist nun jetzt schon einige Jahre her und ich würde jetzt sagen, also als Mastering Lautmacher oder so würde ich ihn jetzt nicht mehr andenken, aber verschiedene Charaktere, um Signale dichter zu bekommen, kann man ja eigentlich nie genug haben. Und 35 Euro für ein voll professionelles Plugin. Also ich werde ihn mir einsammeln. Ist sicherlich eine Empfehlung, das mal anzugucken und vielleicht irgendwie mal einen alten YouTube, der ist ja schon länger auf dem Markt, einen alten YouTube-Tutorial sich anzugucken. Falls die 35 Euro eine so große Investition sind, dass man die Zeit dafür investieren möchte. Also ich würde sagen, das ist so ein typischer No-Brainer, No-Brain-Deal. Einfach einpacken. Will ich auch Also, sagen. Also ja. 147 normalerweise, jetzt ist aber 35. Und hier steht, ermöglicht höhere Lautheit ohne die Artefakte herkömmlicher Kompressoren und Verluste dynamischen Verhältnisse im Mix. Ergänzt virtuellen Headroom, Signalpräsenz und röhrenähnliche Sättigungseffekte, Direct- und Bandsplit. Leider nur als VST2, aber auch als Audio-Units und AX. Also ist jetzt nicht nur ein Limiter, sondern ein Loudness-Maximizer. Genau. Ja. Genau. Und nicht, dass man sowas schon hätte, aber ein anderer Charakter, so zum Abchecken mal oder wenn man halt irgendwie, wenn man halt wirklich eine laute Produktion fahren will und auch schon in den Tracks an sich für Lautheit sorgen will, nicht nur auf dem Master, was ja oft ein besserer Weg ist, dann ist es natürlich schön, wenn die sich ein bisschen unterscheiden und nicht alle und du nicht überall das Gleiche draufhaust. Und dafür ist es ja schon ein schöner Deal, um den Black Friday mal zu beginnen. Ich Ein denke großes auch. Shoppen. Vor allen Dingen, das Ding kann man ja auch wunderbar auf irgendeine Gruppe packen, ne? Jetzt auf die Drums oder sowas dann oder am Bass oder so. So, das nächste, das sind die Berlin Strings von, Du musst um. ach ja, so Berlin Strings von Orchestral Ja, Tools. nicht nur. Also alles, also die ganze Klassik-Serie von den 50%. Das ist natürlich schon mal. Also das Ja, heißt, ziemlich. das ganze Orchester, ne? Genau, also ich glaube, was jetzt wahrscheinlich nicht dabei ist, das sind die Arc 1, Arc 2 Sachen, oder? Nee. Nee. Die waren ja letztens erst in auch bei über Native Instruments sind die ja auch Ja. immer im Sale, weil das NKS Libraries sind die dann auch gerne bei. Ja, leider habe ich das auch nicht erwischt. Ich habe die auch für wesentlich mehr Geld gekauft. Aber Gut, egal. Sehr dafür. nette Berliner Jungs, ne, die man auch immer wieder rund um Soundtrack Cologne Ja. treffen kann, in echt. Sie sind echte Menschen, nicht wie East West oder andere Hersteller irgendwo in Amerika versteckt, sondern es sind echte Menschen, die sogar bis nach Köln kommen. Also, wenn man im professionellen Bereich unterwegs ist, ist das sicherlich bekannt. Und also vor allem die Woodwinds waren ja wirklich eine sehr lange Zeit lang die besten Woodwinds, hat man so gesagt. Das war so ein bisschen Ja, also wir fancy, gucken mal schön kurz, was bunt. da alles im Sale ist. Wir haben die Berlin Strings für 50%, Berlin Woodwinds, Berlin Brass und Berlin Percussion. Gucken wir mal kurz, was die im Original kosten, die Berlin Strings. Also die habe ich auch in der Tat nicht. Die kosten sonst 840 plus Steuer. Man muss die Steuer mal draufrechnen und jetzt 420. Für die Leute, die sich dann immer ärgern, ah, das mit der Steuer, wieso kann es nicht eingerechnet werden? Das liegt einfach daran, dass es bei jedem Land anders ist und deswegen kann das da jetzt nicht einfach reingerechnet werden. Also die Berlin Strings statt 840, 420. Dann, oh, Woodwinds sind sogar
günstiger. Die kosten sonst 649, jetzt 324. Berlin Brass statt 799, 399. Und Percussion 499, im Original jetzt 249. Das heißt, man hat wirklich die größte Ersparnis bei den Strings. Ne? Also was ich habe, das sind die Berlin Woodwinds und Berlin Brass. Hast du die schon? Nee, gar, ich habe von denen, also nur die ARC-Serie. Ja. Alle, aber du hast Berlin Brass und du hast auch noch Junkie XL Brass gekauft, glaube ich? Ja. Ja. Darf ich fragen, warum? Also ich meine... Ja, also die eine Sache ist, dass es ist doch sehr, sehr anders. Und da kann man jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist irgendwie schlechter. Berlin Brass klingt wesentlich klassischer. Und dazu kommt, dass das Konzept von Berlin Brass auch ein ganz anderes ist. Wir haben da zum Beispiel 4 Hörner. Und zwar jedes Horn einzeln. Okay. Ja, und das ist dann natürlich ziemlich schön, wenn man sagt, ich möchte jetzt was schreiben, wo jedes Horn davon was Einzelnes hat, dass ich jetzt einen vierstimmigen Satz wirklich habe. Und das wäre jetzt mit Junkie XL nicht machbar. Gut, da habe ich ein Solohorn, das kann ich jetzt in 4 Instanzen einladen, aber da habe ich 4-mal dasselbe Horn. Und bei Berlin Brass sind das wirklich verschiedene Player, Musiker, jetzt habe ich es, Musiker, und das hört man auch. Im positiven Sinne. Cool. Die ganze Serie ist dann so, ne? Also auch wirklich klassisch gedacht. Die haben das, glaube ich, alles im Telex aufgenommen, eigentlich immer, ne? Genau, und genauso ist es auch bei den Woodwinds. Die sind genauso. Das heißt, man hat auch da die Flöten, erste Flöte, zweite Flöte, dritte Flöte, hat dann 2 Klarinetten und so weiter. Und ich habe zuerst auch gedacht, oh, das ist aber blöd, das ist ja aufwendig und mein ganzes Template wird ja total groß. Je nachdem, wie man es sich einrichtet, ja, es wird größer und ja, es lohnt sich definitiv. Das klingt, ja, es klingt mehr, wie es ja, sein sollte. Also das heißt, für wirklich für Leute, die es richtig klassisch angehen und auch wissen, was man mit 4 einzelnen Hörnern und 4 einzelnen Woodwinds dann auch anfangen kann. Also das heißt, wenn Leute halt eher so Trailer-Style machen wollen, dann ist es wahrscheinlich viel zu kleingliedrig, diese Serie. Ja, wobei ich, ja, also ich glaube, die haben da auch Patches drin, wo die Flöten, glaube ich, alle zusammengefasst sind, so dass man nochmal schnell ein bisschen cheaten kann. Ich check das gerade mal. Ich glaube, bei den Blechbläsern ist das definitiv so. Also generell kann ich sagen, ich habe mir Berlin Woodwinds irgendwann geholt und habe alles, was ich an VSL hatte, rausgeschmissen. Und ich habe auch die Cinevins von Cinesamples, die habe ich, da habe ich nur ganz, ganz wenige Instrumente, und zwar da, wo ich die Instrumente nicht habe bei Berlin Woodwinds, also zum Beispiel ein Kontrafagott. Das kann man sich noch dazu holen, aber das ist jetzt generell nicht drin. Oder eine Altflöte. Und ansonsten habe ich Cinesamples gar nicht mehr drin. Was den Hintergrund hat, dass die Instrumente bei Cinesamples, ich habe das Gefühl, die wandern teilweise im Raum und zu viele Nebengeräusche. Also und es klingt auch teilweise ein bisschen wischiwaschi. Also zu viel Raum irgendwie. Die sind aber auch deutlich älter als Berlin Brass zum Beispiel. Also die, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal das Orchester virtuell ein bisschen größer aufbauen wollte, da war so die Ansage, weltweit am besten sind halt also für Brass, Cinebrass, vor allem die Legato-Patches waren ja sehr neue Technik und so weiter, das hat alles super funktioniert und aber eben auch Berlin Woodwinds. Und ja. So, und dann kam Spitfire und die haben sie erstmal alles aufgerollt und verkaufen, glaube ich, mehr als alle anderen zusammen, glaube ich, also so gefühlt. Die hauen ja kommen auch, wir gleich zu. Die hauen ja auch so viel raus gerade. Ja. Ne? Ja, dann haben wir noch ein Orchester in Chile aufgenommen, dann kannst du noch das australische Symphonieorchester haben und nein, soweit nicht. Ja, also das fand ich ja krass, ne? Wir haben BBC... SO, dann haben sie jetzt in den Air-Studios was aufgenommen, dann sagen sie jetzt, ja. Hey, wenn du für 349
Euro, Dollar, Pfund, was auch immer einkaufst, dann kriegst du diese komische Apache-Library, wie die auch Willst du die immer mal heißt. hören? Willst du die mal hören? Hast du die? Nur mal so. Ja. Ja, ich hab ja so viel von Spitfire. Ich hatte überlegt, scheiße, was. Also normalerweise ist das Problem ja immer, wenn du viel von jemandem hast, du suchst ja aus, was du gerne haben möchtest, kaufst das. Ja. Und dann bieten sie, und dann bleibt halt nur noch das übrig, was du ja absichtlich nicht gekauft hast. Und dann Ja. sitzt du da beim Black Friday, ja, eigentlich habe ich es ja jetzt nicht gekauft absichtlich, aber für 40, 50% weniger, was total schwachsinnig ist. Aber so funktionieren Menschen nun mal. Ich saß also davor, Spitfire, ich habe eigentlich alles, was ich haben will und mehr. Und dachte, Kacke, was kaufe ich denn, um auf 349 Euro zu kommen? Also war nicht viel übrig. Und dann bekam eine Mail, ja, du hast so viel von Spitfire, wir schenken dir das. Und da habe ich mir gedacht, oh, sind ja doch ganz nett, die Jungs. Also das heißt, ich habe es geschenkt bekommen, weil ich eben sehr viel habe von denen. Also als Zugabe eben mit in dem Raptor gibt es 16 Artikulationen und insgesamt ist es nur 6 GB groß, aber immerhin, also für Freeware. Und da gibt es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 und 16, 30. 30 Artikulationen für free ist ja schon mal was. Und ich glaube, das sind auch neue Aufnahmen. Ja, Also. also ich sehe hier erstmal was, dass da steht First Layer, Second Layer, Third Layer und Fourth Layer. Das erste ist ein Streichquartett im Piano, das zweite Layer Chamber Strings, Mezzo Piano, das dritte Symphony Strings mit Mezzo Forte und das vierte Symphonic Orchestra Fortissimo. Und dann haben wir hier Raptor und Dreadnought. Dreadnought, ja, das sind die beiden Presets, genau. Ah, okay. Da sind die alle drin, die 30 Artikulationen. Wir haben ja Flautando, Sultasto. Ja, es klang total fett natürlich, wie alle Demos irgendwie. Und ich dachte mir, ja, aber ob ich jetzt wirklich 349 Euro ausgeben möchte, um das jetzt für lau zu kriegen. Ja, und es ist vor allem auch, es ist schon sehr speziell. Ich habe es ja jetzt angespielt. Es ist schon sehr speziell. Die Strings fand ich deutlich besser einzusetzen, weil dass man halt von die Idee hat, die Idee habe ich in ein paar Produktionen auch schon so umgesetzt, dass du halt wirklich schon von einem Solo-String über Kammerorchester bis zu symphonisch, bis zu Übergröße wie Hans Zimmer Strings oder irgendwie so ein Metropolis Arc Ja. Orchester, dass man das im Arrangement ausnutzt, für Steigerungsmöglichkeiten, ist ja eher normal quasi, Ja. wenn man Hybrid produziert. Und das als ein Patch zu haben mit dem Modreel ist natürlich eine geile Sache für Strings. Aber das, was ich Das, jetzt probiert hatte ja. mit dem, das hat eine extreme Dynamik. Also das heißt, auch die Lautstärke ist extrem unterschiedlich. Das war, glaube ich, bei den Strings nicht so. Aha. Mal gucken. Hatte da erst jetzt 10 Minuten mitgespielt. Ob man dafür 350 Euro ohne Prozente ausgeben möchte bei Spitfire. Ach Ja. nee, es gibt auch noch Prozente. Dann ist es natürlich was anderes. Okay, also bei Also anderen das heißt, wenn man. Spitfire Libraries, dann gucken wir doch mal, wenn wir bei Spitfire Genau. Audio drauf gehen. Dann sehen wir hier The Black Weekend. Und ah ja, gut, man kann jetzt So 40% komische Sammlung. sparen auf individuelle Produkte, auf Collections. Dann schauen wir doch mal hier. Das heißt, wir haben Albion One statt 449 für 336 Euro, also 110 Euro Ersparnis ungefähr. BBC Symphonic Orchestra Professional statt für 999, also sagen wir mal 1000 Euro, für 600, also spart man 400 Euro. 40%, ja. In dem 40% Fall, genau, in dem Fall sind es aufgerundet. wirklich 40%, genau. Das ist schon ganz gut Das ist eigentlich. schon gut. Dann haben wir die Spitfire Solo Strings. Die habe ich jetzt nicht. Spitfire Chamber Strings, die habe ich, kosten statt 700 Euro 524. Also die sind auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Nicht nur von mir, also Ja. so bin ich ja auch darauf gekommen. Die sind also zum Schreiben auch, selbst von größeren Sachen, wenn man immer so denkt, ja, also kleine Besetzung, nee, nee, fang mal an damit, das zu machen, dann kannst du immer noch was draufhauen, aber deine Musik wird besser. Also zum Schreiben sind die super geil. Also wenn man nicht Ensemble-Writer ist, also wenn man nicht mit Ensemble-Patches komponiert, was ich persönlich nicht gerne mache, warum auch immer, also wenn man direkt schon in mehreren Stimmen denkt, dann ist es zum Komponieren super, finde Ja. ich. Und es klingt halt auch geil und es mischt sich gut mit anderen, mit größeren Orchestern. Also das ist definitiv mal schon mal auch eine Empfehlung von mir. Zu dem Preis auch super.
Was hast du gesagt, kostet das dann jetzt? Also jetzt 524. Ja, und dann kriegst du natürlich noch das Aperture Orchester umsonst obendrauf. Also das ist schon mal ein ganz cooler Deal eigentlich. Genau. Also ich habe die auch, die Considino Strings finde ich da unglaublich geil. Dann haben wir jetzt Abbey Road One statt 349 für 449, also 100 Euro gespart. Da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Ich habe es mir nicht gekauft und werde es auch nicht machen. Ich werde es auch nicht kaufen. Ja, hat mich jetzt nicht... Also ist, glaube ich, das Einzige, was ich von denen jetzt dann so nicht habe aus der Orchesterserie. Ist ja echt... Es ist halt irgendwie... Nee. Nee. Brauche ich nicht. Also da ist jetzt ja wirklich, ich glaube, annähernd jede Library im Sale, die Hans-Zimmer-Percussion, Professionally Strings, Olofor Arnolds Chamber Evolutions, die kosten statt 299 209 Euro. Die ganzen Einzeltitel. Und dann kannst du noch, also die ganzen Einzeltitel von Olafur sind reduziert und dann gibt es auch noch die Collection. Genau. Also eigentlich ist alles reduziert von denen. Dann lass uns doch nochmal eben überlegen, was von den Dingern man Leuten, die jetzt nicht 10.000 Euro ausgeben wollen, was man denen wirklich sagen kann, check das mal. Weil am Black Friday kannst du ja jetzt nicht die ganzen Sachen dir alle angucken. Also meine erste Empfehlung war definitiv die Chamber Strings von Spitfire. Ja. Würde sonst auch noch dazu werfen, wenn man große Sachen, großklingende Sachen macht, die Hans Zimmer Drums, die sind immer noch, finde ich, eine Nummer. Die sind sehr hallig, ja, aber die klingen schon auch immer noch sehr geil im passenden epischen Rahmen. Also. Genau, da haben wir Hans Zimmer Percussion für 299 Euro, was sonst 399 kostet, und die Professional, die kosten 449 statt 599. Man hat bei den Professional definitiv noch mehr Mikrofonsignale und man hat noch mehr Mixe. Also von den unterschiedlichen Mixing-Engineers muss man selber wissen, ob man das haben möchte. Ansonsten ist die, es ist immer schwierig zu sagen, ne, was empfiehlt man, weil man nicht weiß, was die Leute haben, was wollen sie. Wenn jemand komplett neu einsteigt, dann ist wahrscheinlich eins der besten Einsteigerprodukte wahrscheinlich Albion One. Albion One ist ja das meistverkaufte. Ja. Das Albion Neo ist dann übrigens ganz anders. Also Albion One, nur um es ganz kurz zusammenzufassen für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, das alles sich anzugucken. Also Albion One ist wirklich so das Gesamtpaket für auch wieder für Leute, die eher Ensemble komponieren, also eher gerne wie ein Keyboarder spielen und nicht jede einzelne Stimme durchkomponieren wollen. Weil auch viele Stimmengruppen zusammengefasst sind, oder einige. Und es ist eher auch großes Orchester, großes Hollywood-Orchester gedacht. Und das Neo ist ganz anders. Das ist halt wirklich eher so skandinavisch geprägt, halt auch wahrscheinlich von der Zusammenarbeit mit Olafur geprägt. Das ist halt wirklich eher auch fein und fein düster, fein sanft. Also für mich eher so eine, für so eine Krimi-TV-Serie super. Mhm. Während das Albion One, das ist ja auch schon deutlich älter, eher so für den vor einigen Jahren sehr viel gehörten Epic-Style ganz gut ist. Also das sind so die beiden. Und ja, also zum Epic-Style dazu die Aicini, die Albion 3, die benutze ich auch davon, also von Albion One benutze ich glaube ich gar nichts mehr, aber die tiefen Bläser und Woodwinds von Aicini benutze ich schon, wenn es laut sein soll, auch ganz gerne. Aber die sind ob mega. Man dafür jetzt 336 in 2020 ausgeben möchte, ich da kriegt man nicht mal die Aperture, weil es sind 336 Euro und nicht 349. Dann gehen wir doch mal direkt auf Aicini. Ich finde die nämlich auch klasse. Zu Berlin können wir ja gleich nochmal kommen. Mhm. Ja, wir haben ja auch noch irgendwie 29 andere Hersteller, die wir alle durchgehen müssen. Ja, genau. So, da haben wir nur 1, 2, 3, 4 Patches, Brass Low, String Low, dann haben wir die Celli noch Low und Woodwind. Und jetzt haben wir gerade zwei Sachen bei mir gehört, das wollte ich nicht. Ah, okay, so, jetzt haben wir die kurzen Bläser. Ah, geil. Das ist schon Hammer. Achso, und mach nochmal bitte denn dazu, wenn du eh schon dabei bist beim Mic-Mix, mach mal ein bisschen Close dazu. Und noch Ambient am besten auch noch. Bisschen weniger, genau. Und Ambient so auf 18, 19. Ambient auch noch ein bisschen. So, das ist gut. Und also gerade diese Long Nasty. Ja, genau. Nehmen wir mal die
die Nasty. Ja, klappt nicht. Achso, ich habe es nicht angewählt, das ist klar. Moment. So, ich habe es so deaktiviert. Die sind schon sehr geil. Die sind schon sehr geil. Die kann man immer, immer gut gebrauchen. Ja, was ich auch liebe, das sind die Strings. Die sind ja dann automatisch oktaviert. Ja. Und dann haben wir die... Klingt auch direkt, der Böse kommt. Ne? Ist direkt, du warst direkt vor Augen, okay, der Böse kommt. Ja. Und dann noch die lang. Ja, schon wieder falsch. Was ist hier los? Ah. Der Legato. Achso, Legato. Ja, machen wir mal Legato. Stimmt, das macht ja auch Sinn. Sehr cool ist, dass wir hier die Close-Mikrofone haben für die Bässe und für die Celle. Celli, ne? Das finde ich natürlich auch sehr nice. Machen wir noch ein bisschen Ambience dazu. Oder auch mal die Outrigger anmachen. So für ja, komm, machen wir einfach alles, ne? Worum wir was können. Wollen wir schon haben. Wollen wir was haben, genau. Also es ist so eine Library, die kann nicht viel, die kann nur das, aber das halt ein geil. Ne? Ja. Woodwinds sind auch cool, aber und dagegen wäre ja, wenn man jetzt sowas haben wollen würde, es gibt von Cinesamples natürlich auch relativ viele Brass und Wood Special Low Geschichten. Ne? Und die sind ja auch nicht schlecht. Hast du da was von? Aber gut, die sind nicht im Sale. Wir sind ja eigentlich bei wegen Sale hier. Also weil ich würde das jetzt vergleichen mit es gibt auch diese tiefen Hörner von Cinesamples nochmal extra und so. Wenn man halt sowas sucht, gibt es das von da auch. Oder lass uns mal. Aber wir gehen mal kurz zu den Berlins. Genau. Da ist mir was Lustiges aufgefallen bei den Woodwinds. Da haben wir wirklich nur die einzelnen Instrumente. Mhm. Erste Flöte, zweite Flöte und so weiter. Wir haben sogar die Flöten noch oktaviert hier. Lade ich die jetzt mal kurz rein. Und es sind schon sehr viele Artikulationen, das muss man auch dazu. Für Podcast-Hörer. Sehr viele. Aber ich mache das meistens so, dass ich die wirklich einzeln habe und einzeln einspiele. Wir haben sogar ein English Horn, was ich hier. Kannst du da mal auf den Mixer gehen und zeigen, was für Mikrofonsignale da dabei sind? Ja, ich nehme jetzt mal die Flöte und. Sind das die gleichen wie bei den Metropolis oder sind die anders? Ich glaube, das sind die gleichen. Wir können noch mal gleich auf Metropolis gehen. Jetzt haben wir hier den Mix, den ich eigentlich auch mal ziemlich gut finde. Mhm. Aber hören wir uns doch mal die anderen Mixes an. So, wie kriegt der? Ah, so. Jetzt haben wir Close. Wir können die anderen ja auch mal anmachen. Aber erstmal machen wir Close alleine. Und schön. Ja, jetzt den Room. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir auch einen Kanal haben, der heißt Noise. Jetzt bin ich mal selber gespannt. Also bei Metropolis habe ich den nicht gesehen, meine ich. Da kommt doch irgendwie nichts. Doch, dein Pegelanzeiger zeigt dir, glaube ich, gerade was an. Da unten irgendwo bei minus 50 dB. Ja, ja, also. Ja, es ist einfach nur wahrscheinlich die Klappengeräusche oder sowas, ne? Ja, jetzt gehe ich wieder. Solo hin. So, ich nehme jetzt mal Room und das Close. Schiebe ich mal ein bisschen nach links. Mach's mal ein bisschen leiser. Und jetzt nehme ich mal die zweite Flöte, dass man den Unterschied mal hört. Und die dritte Flöte. Also bei der dritten habe ich viel mehr Luft gehört jetzt, ne? Ganz, ganz anders.
Jedenfalls haben wir da keine Ensemble-Patches. Bei den Berlin Brass ist das aber anders. Hier habe ich die Hörner einmal komplett alleine. 4 Hörner. Ich habe aber auch diese Ensemble-Patches. Und da kann ich jetzt immer die 4 Hörner als Legato spielen. Oder kann die als Sustain spielen. Ja, klingt schon schön. Also zum Cheaten auch schön. Was ich da eben sehr cool finde, die sind auch wirklich laut, ne? Das Problem habe ich bei Spitfire, dass die oft nicht so laut sind, wie ich das gerne hätte. Da fehlt beim dann noch Orchester, was. Beim Symphonic Orchester? Also dem die Bläser vom Symphonic Orchester? Oder ja. Von... Okay. Und du wolltest ja mal den Unterschied hören. Jetzt nehmen wir mal den Sign Player und laden mal Junkie XL rein. Das ist leider nicht im CR, ne? Nee. Nehmen wir mal die Hörner. Also da haben wir Solohorn, 4 Hörner, 6 Hörner und 12 Hörner. Das ist natürlich auch ein geiler Player. Also ich muss sagen, allein das Solohorn, da geht mir so einer ab, das klingt so fantastisch. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen den beiden, eins würde jetzt von deiner Festplatte gelöscht, welches würdest du behalten wollen? Ah, das Brass oder? Das ist schwierig, aber ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich schneller auf dicke Hose machen wollen möchte, ne? Und das wollen jetzt gerade die meisten, dass sie sagen, hey, ich möchte fettes... Soll klingen wie Hans Zimmer oder Holger. Genau. Dann, glaube ich, würde ich Junkie XL nehmen. Die haben auch ein Patch rausgebracht vor kurzem. Und zwar Full Brass. Und okay. Da kannst du wirklich über die komplette Tastatur spielen. Also es ist wunderbar zum Cheaten, aber auch schnell, um Layouts zu machen. Makato. Ja. Und Staccatissimo. Cool. Das ist ja, schon. Hätte ich auch. Das ist schon sehr geil. Okay, nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind die im Sale. Wollen wir mal wieder zurückkommen zu Sachen, die im Sale sind? Ja, genau. Aber Junkie XL Brass, ja, jetzt bin ich doch wieder mit Berlin ziemlich hin und her gerissen. Ja, das wollen wir die Leute ja nicht. Mit zu vielen Dingen triggern, ne? Okay, was haben wir denn noch im Sale? Also wir haben, du hattest noch was Interessantes angeschrieben. Mhm. Und zwar eigentlich wollte ich dann doch auf Sonnenbill gehen, aber wenn wir jetzt bei Cinesamples sind, da haben wir ja auch gerade noch einiges an Sales, ne? Hier stand gerade 50% von Cinesamples habe ich die Cinebrass. Mhm. Kann ich auch empfehlen. Sind natürlich wieder anders jetzt als Junkie XL oder die Berlin Brass. Cineperk, das ist so meine Standard-Library wirklich für Percussion. Ich habe jetzt nicht die Library von Orchestral Tools, die wird sicher auch geil sein. Ich habe immer das Gefühl, es gibt manchmal bei Cinesamples so ein paar Hintergrundgeräusche. Also bei Cineperk habe ich auch manchmal ein paar gehört oder ein bisschen Hintergrundrauschen. Also gerade die Gror Casa, die hat manchmal irrsinniges Rauschen irgendwie. Aber generell ist das eine sehr geile Library. Ja, und vor allem die Preise sind ja jetzt auch eine ganz andere Nummer zum Teil. Ich gucke gerade mal rein. Also kriegst ja auch ganz, ja gut, dann summiert sich es natürlich schon. Also ob ich jetzt nochmal Cinestrings oder Brass neu kaufen würde bei der aktuellen Marktlage für mehrere hundert Euro jeweils, auch im Sale. Aber diese Speziallibraries, wie zum Beispiel hier die Monster Low Winds und so weiter für 49 Euro und sowas, das sind so Sachen wie ein bisschen wie Aichini, die kann man immer mal wieder gebrauchen, auch für viele Jahre lang.
Aber so als Main Brass oder Strings würde ich die, glaube ich, jetzt nicht mehr kaufen. Aber ich bin auch relativ zufrieden mit Spitfire. Ich wollte jetzt sagen, wenn man Alcini hat, ist die Frage, ob man die Monster Low Winds dann noch braucht. Genau. Ne? Ja, habe ich natürlich trotzdem gekauft. Aber. Ja. Ich muss nur dazu sagen, es ist wirklich auch viel Geschmackssache. Ich habe Cineperk und ich habe es nie in der Produktion genutzt. Ich fand es immer, ich meine da immer die Samples rausgehört zu haben. Also ich habe dieses 80er, 90er Jahre Syndrom, dass ich raushöre, wenn sich ein Sample wiederholt. Also wenn es nicht genug Round Robins habe, dann kriege ich die Krise. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, keine Ahnung, also irgendwie habe ich gedacht, das klingt einfach nicht wie, ich hatte jetzt zum Einführungspreis für, weiß nicht, 400, 500 Euro gekauft und ich habe gedacht, das klingt jetzt für wie 100 Euro und nicht wie 400 Euro. Also ich war da sehr enttäuscht und habe es auch nicht genutzt. Ich benutze eigentlich dann die Hans Zimmer Percussion. Und die klingt jetzt ja komplett anders, ne? Ich habe auch gehört, dass es viele nutzen, also insofern. Ja. Also die Hans Zimmer Percussion habe ich auch, haben ja komplett anderen Sound. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel die Celeste. Harry Potter Fans zum Beispiel. Ja, ich hatte jetzt, als ich die heute noch benutzt hatte, das Problem, dass da ein tierisches Rauschen drauf war, aber jetzt habe ich da gar kein Rauschen. Dann muss ich mal gucken, wer das gekommen ist. Die klingt gut. Die klingt schön. Oder wenn wir jetzt mal die Bassdrum nehmen, da haben wir auch die... Das Cinepiano, das ist übrigens noch was. 99 Euro. Wer noch keinen... gut klingendes, groß klingendes Piano hat, kaufen. Meine Empfehlung. Cinepiano, Cinesamples. Bevor ich mir das, weiß ich nicht, wie teure VSL-Piano gekauft habe, was ungefähr jeden Rechneralarm legt, habe ich eigentlich fast alle schönen Melodielinien in dichten Arrangements. Cinepiano. Reinhören. Okay. Gutes das, Piano. Ja. Kenne ich noch gar nicht, werde ich auf alle Fälle mal reinhören. Müssen wir checken. Ist also unter meinen Top 3 der Klaviere, definitiv. Du hast noch eine ganz andere Firma angesprochen, nämlich Sonnebill. Und den Bildschirm kannst du sehen von mir, ne? Ja. Ja. Da sehe ich aber noch kein Sonnebill. Nein, ja, sehe ich. So, die haben ja mittlerweile einiges an Produkten. Die haben den Smart Comp und den Smart EQ. Smart Reverb sogar auch mittlerweile. Ich habe den Smart Comp und den Smart EQ. Und also ich wäre sehr, wenn nur am Smart Comp interessiert, weil ich noch immer so ein bisschen, also so cleane Kompressoren, ja, also mit dem Fab-Filter bin ich nicht so warm geworden. Da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche. Charakterkompressoren habe ich mehr als genug, aber da bin ich neugierig geworden, weil 48 Euro bei Thomann zum Beispiel, der kostet sonst viel mehr. EQ brauche ich keine intelligenten. Also das ist für mich so, dafür bin ich zu lange dabei, da fühle ich mich nicht überrumpelt, wenn mir mein EQ sagt, wie ich EQen soll. Aber ein Kompressor, der so ein bisschen reagiert auf bestimmte Dinge und trotzdem clean bleibt, das ist interessant. Du hast den? Du benutzt den? Also was wir hier noch haben, das ist diese Spektralkompression, die habe ich eigentlich immer an, denn ansonsten geht er wirklich nur auf das komplette Signal. Mhm. Und bei der Spektralkompression, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, ob es dann verschiedene Bänder gibt, ob das ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bänder sind. Aber es klingt besser. Ja, also für mich ist halt so, dass ich sage, okay, ich kann das Signal viel, viel besser aufräumen, ne? Wenn dann in irgendeiner Frequenz ein Ausreißer kommt, also so ähnlich wie dieses Sooth oder wie das heißt, da können wir eigentlich auch nochmal gucken. Und das Ding nutze ich einfach gerne, um das Signal ein bisschen cleaner zu machen, gerade für TV-Mischungen. Mhm. Also das ist jetzt natürlich auch sauber aufgenommen, das Material, ne? Jetzt bei mir im Studio mit dem TLM 103, aber wenn ich Signale kriege, die nicht ganz so sauber sind, dann nehme ich den Kompressor. Aber ich nutze den, wenn überhaupt, auch so, dass das jetzt gar nicht so ein riesengroßer Unterschied ist, aber es ist sauberer. Also den setze ich gerne an den Anfang der Kette und nicht später. Kommen wir nochmal zurück. Nur der Kompressor ist, also zumindest bei Thomann ist der gar nicht 125 Euro Normalpreis. Also nichts, was wir dringend heute kaufen müssen. Aber was im Sale ist, glaube ich, das ist Sooth von Irksound. Sooth, ja, die benutzen wir auch. Mhm.
Dynamic Resonanzsuppressor. Ja, also das finde ich interessant. Der kostet jetzt statt 199 € 139 €. Auf was setzt du den ein? Was sind deine Erfahrungen damit? Schon Stimme. Wobei ich in dieser Art schon einige Sachen habe, die alle was Ähnliches machen. Ich benutze auch immer noch den DSM in der neueren Version von Plugin Alliance aufgekauft, dieses Ding, der sehr viel Bandkompressor, der was Ähnliches macht. Den benutze ich schon sehr viel auch auf Stimme, aber wenn ich mit dem innerhalb von kurzer Zeit nicht klarkomme, dann gerne auch einen Zoom. Ich würde aber auch, wenn ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche metallische Percussion hätte, die fiese Resonanzen hat und ich keine Zeit habe, dann würde ich das Ding nehmen, statt zu gucken, wo sind die Resonanzen, weil das kann man damit auch sehr schön in den Griff kriegen. Wenn du halt so ein bisschen scharfe Klänge hast, das Ding drauf, fertig, weiter. Also Ah. gerade wie bei uns oft, keine Zeit, dann ist das ein gutes Ding, um Zeit zu sparen. Sehr cool. Ja, den hier kenne ich noch gar nicht von Plugin Alliance. Da gibt es auch irgendeinen Code, der gerade umgeht, den auch jeder nutzen darf. Und man kann sich dann ein Produkt seiner Wahl, es sei denn, es gibt wieder Produkte, die davon ausgeschlossen sind, kaufen für $29. Also ich habe das gesehen, diese Werbung von wegen Any Plugin 29 in Dollar und gehe so in den Shop und denke mir, ey, wo? Und dann, da lasse ich mich nicht so gerne verarschen, habe ich die einfach wieder zugemacht. Ja, man muss irgendwo diesen Code eingeben. Ja, aber sorry, es ist Black Friday, nicht Ostereier suchen. Also Ja. das fand ich ein bisschen, also das ist so ein bisschen, ey, Leute, und ich habe bei denen auch schon echt viel Geld gelassen. Also von denen habe ich auch nicht wenig. Wobei ich eben auch oldschool-mäßig nicht so ein Mietmensch bin, sondern ein Besitzmensch. Und Ja. ich hätte ab einer gewissen Zeit hätte ich, glaube ich, einiges sparen können, wenn ich das einfach gemietet hätte. Aber so, und hier ist alles zum Normalpreis, fast alles zum Normalpreis da. Ich habe keinen Code, haben sie mir auch nicht geschickt. Ich bin beleidigt. Ich kaufe heute nicht bei Plugin Alliance. So, zack. So, bam. Dann haben wir noch den Galfas von Ah ja, stimmt, Soundary. der ist ja auch wie Soothe, also ähnlich oder wie Freiraum von Sonnable. Den habe ich auch, ja. Ja, der kostet, also der ist jetzt nicht 50% günstiger, sondern 35% off. Gehen wir mal auf Buy Now. Ja, der kostet jetzt 110 €. Ist er aber wert, meiner Meinung nach. Also das 110 € ist schon, kann man dafür ruhig ausgeben. Ist Ich ein habe gutes Ding. ihn jetzt noch nicht. Ich hatte ihn einmal bei Daniel James gesehen. Der hatte den mal auf Hörnern drauf. Wo packst du den drauf? Also es gibt Leute, die sagen, sie packen es auf die Summe und oder Kannst du sogar auf die, also das ist der auf einzige von denen, einzelne. den ich auch auf die Summe packen würde. Also gut, den Ah. DSM auch, aber sondern, also den, ja, auf eine Summe, wenn dir irgendwie ein bisschen was fehlt, kann man mal machen, wenn man es eilig hat. Aber ja, wie die anderen Sachen auch, nicht nur, wenn es Resonanzen gibt, die mich stören, sondern halt auch, wenn es ein bisschen zu stumpf klingt oder so. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch ein gutes EQ-Plugin nehmen und dann obenrum reindrehen, also Betonung auf ein gutes, sprich mit Sättigung und mit, also so ein, keine Ahnung, Neve-Style-EQ oder API-Style-EQ, Modeling-EQ von UID oder das geht natürlich auch, aber der Charakter, also es klingt eher so, als wäre es schon so aufgenommen, als einfach nur in den EQ reingedreht. Also den kann man schon empfehlen für, wenn man immer mal wieder mit Aufnahmen zu tun hat, die nicht ganz so sind, wie man das gerne hätte. Höhen fehlen oder untenrum ein bisschen dünn oder bisschen viel wummern. Allerdings, also so richtig für Raumresonanzen, das hat man ja oft bei Sprechern, dass es so topfig klingt, weil die in zu kleinen Räumen aufgenommen haben. Das fand ich, hat er nicht so gut in den Griff gekriegt. Das mache ich nach wie vor mit dem dynamischen EQ. Also, aber sonst mehr Glanz, mehr untenrum, einfach ein bisschen schöner klingt. Kann der Ja, gut. cool. Thomann hat generell noch ein paar Sales, ne? Also, wenn wir jetzt auf dieser Cyber Week sind, bis zu 60% Rabatt. Ja, so Einzelkram, so eine Kuhglocke mit Zombie-Design zum Beispiel, ganz dringend benötigt. Ja. Nee, aber wo ich war, Sonarworks Reference for Studio mit Mikrofon, 179 €, da war ich auch in der Überlegung. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Auch bei Thomann? Also, ja.
Guck mal bei Sonarworks. Auch direkt, wenn du um. Das, da bin ich auch ein bisschen in der Überlegung, ob ich das mal mache. Ich habe ja viel hier an der Akustik gefummelt, deswegen bin ich nicht so ein Fan von, ich hau einfach einen automatischen EQ drauf, der mir vorgaukelt, ich säße in einem besseren Studio. Aber für 179 Euro bin ich nah dran, es einfach mal auszuprobieren im eigenen Studio. Nicht irgendwie als Demo oder sowas, sondern wirklich mal ein paar Wochen den Workflow darauf einzurichten. Statt für 262 spart man knapp 90 Euro. Ja. Und das Messmikro kann man eh gut gebrauchen. Das ist ja dabei. Das stimmt. Also, das kostet ja allein schon 100 Euro oder so. Also, ist schon, kann man mal machen. Ja. Also ich glaube, das Ding kann dann auch die Kopfhörer einmessen. Ne? Oder beziehungsweise man kann die Kopfhörer-Kurven nehmen von den Modellen und dann kann man auch die Kopfhörer, das ist nicht nur für Boxen, oder? Das auch für Kopfhörer? Aber wie soll das gehen? Für Kopfhörer, ja. Geht auch. Ja, die haben halt die eingemessen. Stimmt, das steht. Ja. Du hast recht, aktuelle Liste, kompatibler, ausgemessener Hörer, so Navex.com, Headphones, Supported Headphones. Und die Standarddinger, also das, was wir zum Beispiel drauf haben, müsste da ziemlich genau drin sein. Die Sennheiser-Serie ist auch, glaube ich, drin. Also ja, auf jeden Fall auch eine Empfehlung, sich anzugucken, wenn man das gut gebrauchen kann. Cool. Ja, ich glaube, Native Instruments hat sowieso jetzt unglaublich viel wieder im Sale, ne? Ja. 100. Aber die haben ja irgendwie viermal im Jahr Sale. Ja, mindestens. Auch im Sommer noch und im Winter, also und naja. Arcus. Eine Frage hatte ich noch zu LA Modern Percussion. Ja. Die sind auch mal wieder im Sale. Leider nicht so viele Prozente, weil die sind ja auch noch relativ neu. Ich muss die auch noch. Ich muss die auch noch offiziell testen, muss ich sagen. Die finde ich gut. Jetzt kommt aber das große Aber, was mir da wirklich fehlt, das sind Round Robins. Und okay, nee, dann, das brauche ich. Das ja gerade erzählt in meiner. Nee, dann nicht. Dann vor allem 350 Euro ist jetzt auch jetzt nicht so ein Mitnahmeding, wo man mal sagt, okay, ich lade es mir einfach mal drauf. Ne? Ich gehe mal auf die Zahlkurs. Also was ich da halt so krass fand, dass die Round Robins ja mit voller Absicht fehlen. Ne? Das ist ja kein Fehler, sondern eben gesagt, wir machen das so, dass die Sachen. Moment. So, ich klatsche einmal. Dass die Sachen nicht auf einer Taste liegen, sondern wir haben ganz viele Tasten. Das hat ja auch Junkie XL. Und je weiter ich nach unten gehe, umso leiser also wird's. Action Strikes oder so, die haben das auch. Die habe ich letzten Black Friday gekauft. Echt? Oder wie heißen die? Die haben das, glaube ich, nicht. Nee? Meinst du, was ein Sinless-Sample? Nee, Action Strikes. Nee, Drums of War? Nee, ach Mist. Ich guck mal eben, bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle. Also mir fällt es ja manchmal total schwer, hier einen Rhythmus zu spielen, wenn ich wirklich was haben möchte. Dim, 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 dim. Ja, dann müsste ich das ja. Genau. Ja. Und dann müsste ich jetzt sagen, die Tasten wechseln. Dann gibt es hier Leute, die sagen, das ist aber gut, dass es keine Round Robins gibt. Dann gibt es keine oder weniger Probleme mit Phasen und mit Räumen und so weiter. Ja, jetzt kann ich das zwar auch hier auf den grünen Tasten anspielen. Da geht es noch einigermaßen. Aber also trotzdem finde ich das ein bisschen blöd gelöst. Mhm. Ich mache dann noch einen Bericht. Es gibt ein paar Dinge, die auch cool sind. Es ist aber wirklich sehr, sehr frickelig. Und wie du hier sehen kannst, es gibt unglaublich viele Patches. Das kann man natürlich gut oder blöd finden. Aber zu den Hits, jetzt bin ich hier bei der Bassdrum, laden wir die nochmal kurz ein. Dann gibt es nämlich noch die einzelnen Phrasen dann dazu. Ja. Wo ist er? So, das sind jetzt die normalen Hits. Die haben zum Beispiel auch eigentlich nicht, wenn ich die leise anspiele, dann fehlt mir da dieser Wumm. Den hast du natürlich bei der Hans Zimmer Percussion, ne? Der ist da. Ja. Und dann hast du diese ganzen Phrasen und Fast Flames und Slow Flames. So, und jetzt haben wir
Phrase and Hits? Und wieso ist das nicht alles in einem Patch? Ja, jetzt haben wir Fast Flames. Das wären jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele Samples oder Tasten sein. Strike Force meine ich übrigens. Ich habe es eben nachgeguckt. Ah, ja, guck mal. Das ist ganz geil hier. Die Fast Flames haben eins. Ah, es sind sogar nur die weißen Tasten belegt. Es sind insgesamt 3 Tasten belegt. So, und dann habe ich die Slow Flames. Mal gucken, ob sie dieselben Tasten belegen. Ich fürchte fast das ja. Nee, es sind andere Tasten. Nein. Ja, das heißt, ich kann die mir natürlich gleichzeitig einladen auf denselben MIDI-Kanal legen, aber. Ja, warum? Warum? Also gerade in Zeiten von Rechnern mit, keine Ahnung, 256 GB RAM, warum? Ja. Also legt uns doch bitte, also das verstehe ich sowieso auch nicht. Legt doch bitte mal 10 geile Percussions auf die Tastatur. Das ist das, was wir geil finden, oder? Also ich meine, ja. Wir wollen halt live quasi darauf rumtrommeln, wenn wir im Flow sind. Und das war halt auch bei der Strikeforce genau das Ding, bei dem Strikeforce Percussion-Ding. Habe ich nie richtig genutzt, weil eben die Velocity über die Tastatur verteilt ist. Und nee, da komme ich nicht mehr klar. Es ist gerade auch, wenn du im Flow bist und andere Instrumente gerade eben eingespielt hast, und du hast diesen Groove in den Fingern und willst das mit den Percussions weitermachen. Mhm. Und dann sollst du das umdenken in wie laut ist welcher Schlag und dann muss ich dementsprechend hochspielen. Nee. Also sowas kaufe ich nicht mehr. Nee, und ich muss das auch nicht sehen. Da gibt es ja einige, die sagen, ja, ich sehe anhand der Höhe der Taste, wie laut das ist. Ich denke mir, das sehe ich doch anhand der Velocity unten. Aber gut, der eine so, der andere so. Zum Glück gibt es hier auch irgendwie ein paar Patches, so ein paar Ensembles. Aber was wir ja noch im Sale haben, was mir da einfällt, bevor ich das vergesse, Heaviosity hat einiges im Angebot. Mhm. Und ich glaube, nicht alles, oder? Ja, guck mal, Damage 2 ist natürlich vor kurzem rausgekommen. Ich habe geguckt, weil ich hätte von denen gerne noch, wie heißt das Woodwind-Ding? Also ich habe Forso und Novo. Mhm. Und dann Vento, glaube ich, heißt das. Ne? Vento. Also es ist ein bisschen im Sale, aber nicht viele Prozent. So. Ja, also Vento sind jetzt die, obwohl da geht's, also bei Vento, das sind jetzt die Holzbläser statt $449, $299, man spart $150. Das kann man machen. Aber die anderen waren letztes Jahr 50%, deswegen ich warte auf 50%. Sie sind jetzt nicht so dringend. Also es sind sehr, ich finde, für mich persönlich sind Novo und Forso, sind schon sehr speziell, sehr, also das klingt schon alles sehr hybrid fertig und da ist nicht mehr so ein Raum, weißt du, das ist nicht wie, du nimmst Orchestersachen und machst dann selber deine Plugins drauf, sondern das ist ja alles schon fertig und das benutze ich nicht so oft, deswegen hatte ich da geguckt, ob man die mal eben für 50% mitnehmen kann, aber nein, ist zu neu noch. Die Master Sessions. Was interessiert dich da von denen? Ja, also ich glaube, ich kaufe mir jetzt nichts, weil ich habe jetzt schon so viele Libraries und sage, ich muss erstmal meine Projekte fertig kriegen und generell. Was würdest du empfehlen? Also sagen wir mal so, es hat ja nicht jeder da draußen so viel Krimskrams. Ja, also Damage 2 ist natürlich Knaller, weil wir. Das ist aber auch noch nicht wirklich gut reduziert. Ne? Das halt auch, kostet auch. Es kostet, ich glaube, statt 399, 299. Würdest du das zu dem Preis zum jetzigen Zeitpunkt uneingeschränkt empfehlen? Ja. Also bei Native kostet es 388. Wo hast du das für 299 gefunden? Wir sind jetzt gerade bei Heaviosity selber. Okay. Oh, bei Best Service auch 299. Ja. Ja gut, das andere, da muss man also natürlich wissen. Würdest du sagen, ja, es ist uneingeschränkt 300 Euro wert? Ja, also 400 vielleicht nicht, aber 300 auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es gibt unglaublich viele Sounds, die sind ja unglaublich fett. Dann hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, was den Mixer angeht. Dann gibt es auch noch Loops, Audio-Loops. Mhm. Und die gibt es als gerade und als triolisch. Und ja,
das finde ich, sehr geil. Eine andere Alternative, das wäre wirklich noch die Master Sessions, also die kosten, ich habe von denen nur die Ethnics, die... Ich glaube, ich habe zwei von den, oder drei von den vieren, drei, vier. Das gibt's Wood, Metal, Ethnic. Gibt's und Ensemble Drum. Genau, also Woods, Metals, Ethnic und Ensemble. Es gibt so ein Patch von denen, das ich immer wieder gerne nutze. Das, welchen Kontakt habe ich jetzt auf? Ich muss den 5er aufmachen, sonst kann ich das nämlich nicht sehen. Ich habe es noch nicht hingekriegt, dass ich unten die Quickload-Dinger auch im Kontakt 6 sehe. Das muss ich mal irgendwann fixen. So, Percussion, die Metals und ich nehme eigentlich immer nur das Menü, wo ich die alle dann habe. Ich liebe es, wenn eine Library einfach alle Sounds nochmal im Menü zusammenstellt. Genau. Und das hatte ich ja gerade gesagt. Ja. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, Metals und Ensemble Drums habe ich auch. Ja. Okay. Könnte man mal zukaufen. Genau, die Metals habe ich ja auch hier. Die klingen wirklich sehr geil. So, also mal gucken. Ja, und da hört man auch sofort die Round Robins, ne? Ja. Ja, cool. Instant geil. Du kannst ja noch ein bisschen weitermachen. Ich müsste jetzt gleich mal eine ganze Stunde rum. Ja, ich glaube, da haben wir aber schon ziemlich viel abgedeckt. Also wir ne? haben ist natürlich nicht alles. Also man muss ja schon dazu sagen, was ich noch erwähnen würde, wer auf virtuelle Plugins, also wer auf Instrumente steht, AAS, vor allem Chromaphone finde ich da sehr spannend, hat auch wieder einen 50% Sale zurzeit. Also da werde ich das Upgrade auf Chromaphone 3 mir kaufen. Also es gibt wieder mal wahnsinnig viel im Softwarebereich, was zurzeit gut bis, also gut reduziert bis wahnsinnig günstig ist. Was ist das denn? Akustik Object Synthesizer, also Physical Modeling, oder was ist das? Genau, es ist ein Physical Modeling Synthesizer mit auch sehr geilen Presets. Also nicht nur für Percussion, sondern halt für auch perkussive melodische Instrumente. Und man kann halt live dran rumdrehen. Also es ist so ein bisschen, ich habe ja damals diesen VL1M von Yamaha gehabt, also einen sehr frühen Physical Modeling Synthesizer und hab da Spaß dran. Also auch beim Modularsystem habe ich so ein, zwei solche Dinger und das als Plugin zu haben mit vielen Presets macht auch ab und zu mal Spaß. Und, die haben aber auch andere sehr gute Sachen. Arturia macht 50% auf die großen Collections, aber ja. Stimmt, Arturia haben wir, dann sehe ich Stresow Sampling. Die kenne ich gar nicht, also da habe ich gar nichts von. Nee, also von denen habe ich zum Beispiel sehr geile Chöre. Ach, die sind das, ja. Mhm. Ja. Also Ava, Freya und, genau. Und Wotan. Also Wotan. Männerchor, Frauenchor und ein Kinderchor mit Mädchen und Jungs. Aha. Alle super, super geil. Ja, hier haben wir zum Beispiel Wotan. Ja genau, da haben wir sie ja. Also Freya und Ava sind es, genau. Die sind absolut zu empfehlen. Man kann Phrasen damit bauen oder einfach M und A machen. Hm. Dann haben die auch noch ein Polyligato-Patch, was erstaunlich gut funktioniert. Hm. Also die nehme ich sehr gerne. Sind die auch alle auf 50%? Kann man das hier irgendwo sehen? Also Wotan sehe ich jetzt bei Best Service für 191. Das dürften ziemlich, müssen 50% sein. Die sind ja. Ja, genau. Hm. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel die Ava, das sind die Kinder, Kostenstreit. Freya ist auch. 349 ja, jetzt 209 Euro. Also. Das ist bei Best Service nicht so günstig. Okay. Ja, im Gegenteil, du kriegst auch immer noch das Freya und Ava Bundle für 666 Euro. Das ist ja super günstig. Das ist nicht im Deal. Ah, okay, ja. Dann macht es Sinn, sich das anzugucken. Ansonsten natürlich auch mal auf Best Service gehen. Genau. Die haben ja gerade die Webseite voll. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit Isotope ist. Was ich da immer den Leuten empfehle, zu sagen, kauft euch irgendwas Günstiges, also was ganz Kleines. Mhm, und dann
Genau, und dann kriegt man ja ein paar Wochen später die Möglichkeit, hey, du kannst. Ja, aber auch da, das ist auch wieder so ein Buy-in-Prinzip, wo du dann kaufst du irgendwas und dann entwickeln sie das weiter, dann heißt es auf einmal Pro oder was weiß ich was und dann kostet es auf einmal das Fünffache. Also von RX, nee, Advanced heißt es bei denen. Also von RX, der Sprung preislich zu Advanced, das ist ja echt, also das finde ich schon, da war ich auch ein bisschen knatschig. Also Ozone ist natürlich ein super Preis-Leistungshammer, definitiv, gerade im Sale. Aber so die spezielleren Sachen, die man dann als Vollprofi gerne benutzen möchte, wie RX Advanced, kostet selbst als Upgrade im Sale noch hunderte von Euro, was ich schon echt, da wird man schon echt gemolken. Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich dann nämlich irgendwann, als ich so eine Clients-Version hatte, ich weiß nicht, was es gewesen ist, von Ozone oder irgendwas anderes, also manchmal hauen die richtig fette Deals raus, wo ich dann normalerweise, keine Ahnung, $800 oder sowas gezahlt hätte fürs Upgrade. Und das war viel, viel, viel weniger dann. Und deswegen empfehle ich immer, kauft euch irgendeine kleine Version und es wird dann ein paar Wochen später geben, wo ihr einen mega, mega Deal bekommen werdet. Ja, und man muss diese durchgenummerierten Dinger wie Complete oder RX oder was weiß ich was, du musst auch nicht jedes Jahr das Upgrade machen. Also du kannst es auch, also jedes zweite Jahr reicht locker. Ja. Manchmal nehmen auch 3 Jahre damit aus und dann sparst du halt echt Geld, weil das kostet das Gleiche. Du musst es halt nur nicht jedes Jahr machen. Also das Instrument zum Beispiel jedes zweite Jahr eigentlich. Du kannst Gedanken lesen. Das war nämlich der Punkt, warum ich dann sage, das mache ich auch nicht jedes Jahr, weil ich nicht immer alles neu brauche oder ich sage, na gut, die Sachen habe ich jetzt schon, die da drin sind. Die habe ich mir da immer mal alleine gekauft, weil ich sie haben wollte oder gebraucht habe. Und dann warte ich dann locker ein paar Jahre, bis ich sie kaufe. Genau. Ja, cool. Super. Haben wir schon mal ein Stündchen rumgeguckt. Viel Spaß euch da draußen. Gebt nicht zu viel Geld aus. Ich habe das jahrelang gemacht. Inzwischen hätte ich gerne lieber weniger ausgegeben in den Jahren, weil ich habe wirklich immer wieder auf der Festplatte entdecke ich Sachen. Oh, ja, habe ich noch nie genutzt. Also ja, übertreibt es nicht. Ja, echt ein guter Gedankengang. Vor allen Dingen, man muss die Sachen nicht kaufen, weil sie günstig sind. Manchmal ist es echt cleverer, sie erst dann zu kaufen, wenn man sie braucht. Und wenn man dann auch noch Geld verdient, also es der Job ist, dann weiß man, dass sich das ja auch refinanziert. Und wie viele Sachen habe ich gekauft, die günstig waren, die ich nicht gebraucht habe? Zum Beispiel die Hollywood-Sachen von East West gekauft und ganz ehrlich, nie benutzt. Ich hatte die bis vor kurzem noch mal im Template drin und jetzt lässt sich der Player irgendwie nicht mehr richtig installieren und ich dachte, hast du doch eh nicht gebraucht. Ich habe das Ding rigoros weggeschmissen. Ja, verstehe ich. Ja, super. Danke für den Austausch. Ich glaube, da ist für jeden was dabei gewesen. Dann wünsche ich dir noch einen fantastischen Abend. Danke, dir auch. Danke, ciao.